Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Nun, jetzt wissen wir, wie die Funktionsweise von Windows ist. Jetzt wissen wir, wie Windows funktioniert, wo die Dateien abgelegt sind. Wir haben irgendwelche Links und so weiter. Jetzt können wir unsere Dateien organisieren, unsere Daten organisieren und können uns überall möglichst, können uns das einrichten, wie wir wollen. Gut. Ja? Und jetzt Dr. Blitzen. Oder egal, eine andere Katastrophe passiert, ich verschütte ein Glas Limonade oder ein Glas Wasser oder ist egal, der Computer ist kaputt. Alle Daten sind auf dem Computer drauf. Schön organisiert, aber nicht mehr zugreifbar. Weil vielleicht ist die Festplatte auch beschädigt und wenn wir Glück haben nicht, ja, wenn wir Pech haben, wird es teuer. Normalerweise sind die Daten reproduzierbar, aber da braucht man Spezialisten und dann kostet es Länge mal Breite mal Gigabyte. Um das irgendwie zu verhindern, muss man natürlich Sicherheitskopien anlegen. Ja, also irgendwelche Kopien. Kann man auf einen USB-Stick machen, kann man auf einen externen Harddrive machen. Funktioniert. Kann man sich CD brennen, funktioniert auch. Wenn man viel Zeit hat, kann man das machen. Aber man muss halt dran denken. Das ist ja Fab, eigentlich. Ja? Weil genau das, was man braucht, hat man sicher nicht gesichert. Ja? Das ist... Diese Wahrscheinlichkeit scheint 100% bei 100% zu liegen. So, jetzt gibt es eine andere Möglichkeit, nämlich... Sogenannte Cloud-Dienste gibt es jede Menge. Wir sprechen heute über OneDrive. Ja, warum über OneDrive? Es gibt das Google Drive, es gibt der Dropbox, es gibt verschiedenstes, Apple gibt's was, es gibt verschiedenste Sachen. Ja. Warum sprechen wir über OneDrive? Weil wir das in der Schule haben. Ja. In der Schule haben wir die notwendige Infrastruktur für OneDrive und jetzt schauen wir uns mal an, was OneDrive überhaupt ist, ja, und was das zu tun hat mit diesen Sicherungen. Ja. Also das OneDrive-Symbol, das ist sowas. Ja. So schaut das aus. So ähnlich zumindest. Ja. Das ist eine Wolke. Ja. A Cloud. Ja, weil OneDrive liegt in der Cloud. Ja. Da irgendwo gibt es die nebulöse Cloud und einer dieser Clouds ist eben die OneDrive Cloud und diese Cloud ist auch bekannt unter dem neuen Internet. Schau, jetzt habe ich unter dem neuen Namen habe ich und Intername wollte ich schon schreiben. Internet, ja, das Internet, weiß nicht, ob man das kennt. Ein Konglomerat aus verschiedenen Computern und Services, also die Computer bilden Services an und da gibt es auch das OneDrive Cloud. OneDrive. Und was ist jetzt OneDrive? OneDrive ist ein Speicherplatz. Der liegt da in der OneDrive Cloud. Ja? Speicherplatz. Der gehört mir. Ja? OneDrive gibt mir einen Speicherplatz, der im Internet verfügbar ist. Das ist fertig. Ja? Aber was bringt das jetzt? Ja? Müssen wir schauen. Was braucht man überhaupt, um dieses OneDrive zu nutzen. Ja? Voraussetzung. Ist die sogenannte Microsoft Account. In der Schule hat das bei uns jeder Schüler. Das bekommt man. Jeder bekommt einen Microsoft Account. Ja, und deswegen OneDrive. Wenn das nicht OneDrive ist, schon, weiß nicht, Apple Cloud oder wie gesagt Dropbox oder Google Drive, dann schaut, ist das genauso. Ja? Vielleicht ist das Symbol etwas anderes, aber meistens sind es auch irgendwelche Wolken.
Und die Voraussetzung ist ja, da kein Microsoft-Account, sondern eine Apple-ID oder ein Google-Account oder ein Google-Konto, glaube ich, heißt es halt, ja. Dropbox, muss man den Dropbox-Account anlegen. Ja, aber im Endeffekt ist das alles das gleiche Speicherplatz im Internet. Ja. Mit diesem Microsoft-Account können wir uns dort einloggen, können dort irgendwas hinspeichern. Ja. Können also eine dezentrale Kopie, Sicherheitskopie, von unseren Daten machen, dort anlegen und das ist schon mal ganz gut. Ne? Weil da brauche ich nicht mal überlegen, wo tue ich jetzt meinen USB-Stick hin und so weiter. Das passt. Ja. Also irgendwo haben wir einen Computer. Da machen wir einen Computer her. Ja. Bildschirm. Tastatur. Maus dazu, Tastatur und Maus dazu. So, das ist ein Computer. Was ich schreibe dazu. Computer. Computer. Da liegen unsere Daten drauf. Ja? Und unsere Daten werden hier gesichert. Ja? So. Kopieren wir das dahin. Datensicherung. Datensicherung. Kann man entweder händisch machen, ja, oder Windows bietet die Möglichkeit, das automatisiert zu machen. Das heißt, ich sage Windows, pass auf, wenn sie diese Datei ändert, speichert es gleich. Gleich speichern bitte, speichern. Ja? Und Windows macht es. Ja? Im Hintergrund, das merken wir gar nicht. Da läuft der OneDrive-Dienst. Ja? Hier läuft der OneDrive-Dienst. Zeige ich das nächste Mal her, wie das aussieht. Hier der OneDrive-Dienst. Und der kann auch automatisiert synchronisieren, nennt er das, ja? Kann automatisiert, Datensicherung betreiben. Was braucht er dafür? Er muss wissen, welche Daten, dass er sichern soll, ja? Dazu Angabe eines oder mehrere Verzeichnisse, die synchronisiert, die gesichert werden sollen, schreibe mal. Okay, also ich sage, pass auf, alles was unter üblicherweise ist es C, Benutzer, Benutzername OneDrive. Alles, was da drin liegt, wird gesichert, bitte. Ja. Wie groß ist der Speicher da oben? Groß. Ja. Also es gibt gratis Microsoft Accounts. Gratis. Es gibt Microsoft Accounts, für die muss man nichts zahlen. Dass man selbst das Produkt, sage ich mal, weil man gibt natürlich seine originalen Daten ein und bekommt eine entsprechende Datenverarbeitung und irgendwelche Werbung wahrscheinlich. Ja. Ja, man stimmt dazu. Ah, bekommt aber da, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das ist gratis. 15 Gigabyte oder so irgendwas. Ja, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Blende ich ein. Kann man sich aber dazu kaufen, ja? Wenn man zum Beispiel Office 365 kauft. Ja, dann hat man 1 Terabyte, also 1000 Gigabyte zur Verfügung da und da geht schon einiges. Ja. Ja, also Datensicherung wird da gemacht. Brauche mich nicht kümmern, kaufe mir einen neuen Computer, was passiert dann? Dann sind die Daten da oben, irgendwie müssen sie wieder runterkommen. Da kümmert sich auch OneDrive drum, ja. Und das ist nämlich das Lernende, es gibt nämlich nicht nur Datensicherung, sondern es lädt nämlich auch oben Daten, die sich oben, die oben neuer sind wie auch unten, haben wir Datenwiederherstellung.
Aktualisierung schreibe. Datenaktualisierung. Okay? Also alles, was ich auf meinen Computer ändere, kommt auf, ja? Was in einem gewissen Verzeichnis liegt. Alles, was oben schon neuer ist, wie das, was ich herunten habe, wird herunten aktualisiert. Das bedeutet, ich habe hier einen Computer, ja? Ich habe hier einen zweiten Computer, das ist zum Beispiel zu Hause. Okay, da habe ich einen zweiten Computer, schau. Weil ich bin ein fauler Mensch, ich kaufe mir keinen Laptop oder ich habe den Laptop in Büro liegen und zu Hause habe ich einen gescheiten Computer, der wirklich was wegrechnet und nicht wie ein Laptop nur so tut, als ob. Ja? Computer 1, und dann haben wir Computer 2. Computer 2 zum Beispiel. Dann schreibe ich einfach Büro. Im Büro. Ja? Wenn ich mich dort mit dem gleichen Microsoft-Account anmelde, macht er dort auch eine Datensicherung. Und macht genauso hier eine Datenaktualisierung. Jetzt ändere ich zu Hause eine Datei. Schularbeit. Schreibe Schularbeit. Ja. Bin ein Lehrer, schreibe eine Schularbeit. Ja. Gehe in die Schule, in mein Büro, ja, drehe dort meinen Computer auf. Die Schularbeit, die ich hier geschrieben habe, wird hier synchronisiert, kommt hier auf meinen Computer. Baf, habe ich schon da. Lässig. Oder? Lässig. Es geht sogar so weit, dass man auf den Computern vielleicht nicht mehr alles, was da oben ist, gespeichert haben muss. Ja, sondern nur die Dateien, die ich in den letzten 3 Wochen gebraucht habe. Alles andere ist nur mehr da oben. Ja, da kann ich OneDrive, kann ich sogar sagen, pass auf, alles, was ich 3 Wochen nicht aufgemacht habe, das kannst du von meinem lokalen Computer mal löschen. Okay? Und erst, wenn ich es aufmache, dann lade ich es halt wieder nach von OneDrive. OneDrive ist mein Ort, mein zentraler Ort, wo das ganze Zeug gespeichert wird. Ja? Also das geht ja nicht nur mit dem Computer, weil da habe ich dann auch noch irgendwo dein Mobiltelefon. Schaut ja mittlerweile auch so aus. Ja? Ich schreibe einfach Mobilgerät dazu. Mobilgerät. Rennt auch der OneDrive-Dienst. Mach genauso Datensicherung. Gell? Kann genauso Daten aktualisieren von da oben. Diesen Kreislauf aus Aktualisieren und Sichern, das nennt man Synchronisieren. Ja? Also Datensicherung. Und Datenaktualisierung. Nennt man Synchronisation oder Synchronisierung, Datensynchronisierung. Das ist nämlich das, um was geht, dass überall die gleichen Daten sind. Ja? Zum Beispiel Mobilgerät, mache ich Fotos, wird noch hochgeladen, hier habe ich die Fotos, kann man es überall anschauen. Ja. Willkommen in der vernetzten Welt. Ist schon praktisch, so ein Cloud-Dienst. Ne? Und wie gesagt, wir verwenden eben OneDrive in der Schule, weil wir alle diesen Microsoft-Account haben. Fertig. Ende. Ja? Und OneDrive, der OneDrive-Dienst, der ist Teil von Windows. Ja? Das heißt, da brauche ich nichts zusätzlich installieren und so weiter. Das rennt einfach. Ja, wo liegt jetzt, ich meine, ganz so sauber, ganz so easy peasy, wie es jetzt klingt, ist es leider nicht. Weil was ist zum Beispiel? Ich ändere hier eine Datei.
und habe es schon furchtbar eilig. Furchtbar eilig habe ich es, weil ich habe einen Termin und was weiß ich was. Schnell Datei geändert, ja, gespeichert, Computer Adrat, davor gerannt. So, jetzt hat der Computer keine Zeit mehr gehabt, diese Datensicherung durchzuführen. Die Datei wurde geändert, liegt aber nach wie vor hier. Gut. Das heißt, da komme ich drauf, nachher am nächsten Tag im Büro, hey, das habe ich gar nicht. Ah, super. Irgendwas ist nicht passiert, so ein Scheiß. So, jetzt ändere ich die Datei auch hier, ja, passe ich irgendwas an, ja. Und jetzt, der Computer hat dann Zeit zum Synchronisieren, synchronisiert das. Wenn ich zu Hause dann wieder aufdrehe, sagt er, hey, Moment, warte mal, da gibt's es unten eine Datei, da gibt's oben eine Datei, die oben, was ist jetzt? Was ist jetzt? Die unten weiß ich, die habe ich noch gar nicht gesichert, oben ist schon was anderes. Ich habe die Gefahr deines Datenverlustes. Und deswegen meldet OneDrive auch hin und wieder so Datensynchronisierungsprobleme, die meistens daher rühren, dass man zu schnell abgedreht hat. Also vor und abdrehen, schau mal rechts unten auf das Symbol, aber das zeige ich das nächste Mal her einfach. Das zeige ich einfach das nächste Mal her, wie das am Computer ausschaut. Jetzt wissen wir, wie es prinzipiell aufgebaut ist, dieses OneDrive, oder im Prinzip jedes Cloud-Storage-System. Ah, und am Computer zeige ich nachher her, wie man erkennt, ob das noch synchronisiert oder ob das irgendwas tut gerade oder nicht oder wie oder was. Ja, ja. Also für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.